Ja, Mahlzeit und willkommen bei uns auf dem Kanal. Die ganze Welt wird gerade von Corona in dem Atem gehalten, so wie auch Marc und ich. Wir haben absolut momentan gar keine Möglichkeit, uns zu treffen und Videos zu machen. Und deswegen haben wir uns was überlegt. Und zwar, Marc und ich möchten euch gerne mitnehmen, so in einem Vlog-Format, dass wir euch halt so ein bisschen mitnehmen, was wir so am Tag machen. Jeder von uns versucht, in der Woche einen Vlog zu bringen. Das heißt, ich fange jetzt gerade an, deswegen seht ihr das hier gerade hier. Und wenn ihr euch fragt, warum das so komisch ist, Marc und ich haben uns einfach entschieden, das mal im Hochformat zu machen, weil wir gesehen haben, dass viele unserer User auch über Handy schauen. Wenn das gerade ein bisschen wackelt, das tut mir gerade leid, weil die Halterung ist nicht gerade die beste, die ich da fürs Auto mir geholt habe, um diese Vlogs zu machen. Und damit ihr so ein bisschen auf Augenhöhe mit mir seid, nicht immer so von unten mir in die Nasenlöcher schauen müsst. Ja, ich habe jetzt Feierabend gemacht. Wir haben Kurzarbeit aktuell auf der Arbeit. Also wie gesagt, ich habe jetzt Feierabend gemacht, bin jetzt auf dem Weg nach Hause. Dann werde ich gleich erstmal mit dem Hund eine Runde Gassi gehen. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt noch einkaufen muss. Ich muss noch überlegen, ob ich jetzt noch einkaufen muss, weil einkaufen habe ich gerade absolut gar keinen Bock drauf, bin ich ganz ehrlich drin, weil teilweise, je nachdem zu welcher Zeit du gehst, stehst du draußen in 2 Meter Abstand, was ich auch korrekt finde, was ich auch wichtig finde, dass die Abstände eingehalten werden. Aber wenn du dann in dem Laden drin bist, sieht ja aus wie nach einem, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber nach einem Krieg. Ich denke mal, bei vielen alten Menschen kommen auch schlechte Erinnerungen hoch. Ja, man kann wirklich nur abwarten, was jetzt passiert, was jetzt kommt, wie sich das alles entwickelt, wie lange das anhält. Und Marc und ich haben uns überlegt, wie vorhin schon gesagt, wir beide versuchen euch einfach so ein bisschen mitzunehmen, dass ihr halt mal so seht, was wir so den ganzen Tag über machen. Also, bis später. Bin mit dem Hund noch draußen, habe beim Marc in den Stream reingeschaut, habe da das Vijabot gesehen und so blöd es auch klingt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin schon ein bisschen auf Entzug. Ich habe mir überlegt, ob ich mir selber eins bastel. Eigentlich technische Möglichkeiten dazu habe ich ja. Ich habe ja einen Lasercutter, ich habe eine CNC-Fräse. Rein theoretisch könnte ich mir eins selber machen, aber normalerweise reicht das auch, wenn ich mir das einfach auf Blatt Papier male, die Buchstaben, eine Planchette dazu baue und dann einfach mal schaue, ob ich überhaupt was mache. Ich mache das einfach mal fertig und dann schauen wir einfach mal. Ich muss es ja nicht machen, oder? Warten wir mal ab. Die Abby, die zieht gerade, wie verrückt, weil die möchte nach Hause. Die weiß nicht, was es jetzt gleich zu essen gibt. Einfach mal ein bisschen Trockenfutter, ein bisschen Thunfischöl drauf ist, weil ich habe mir gerade ein Thunfischbaguette gemacht und ja, da ist sie ganz scharf drauf, deswegen zieht die gerade so. Ich werde jetzt noch ein bisschen Fernsehen schauen und dann geht es für mich auch ins Bett. Morgen ist die Nacht wieder zu Ende und macht auch schön lecker Haier schon. Es war noch ein bisschen hell draußen, aber ich bin so im Eimer, so müde. Ich glaube, ich gehe nach dem Film schlafen. Ich glaube, ich gucke mir noch den Film an und gehe dann pennen. Also, bis morgen. Haut rein. Schlaf gut. Guten Morgen. Ich trinke gerade Kaffee, war gerade duschen. Meine Haare sitzen auch noch nicht so.
wie sie sein sollten. Ich werde jetzt erstmal in Ruhe meinen Kaffee weiter trinken. Ich habe heute wieder das Zeug geträumt. Aber was das war, erzähle ich euch gleich im Auto. Bis gleich. Es gibt einfach Sachen, die braucht man morgens absolut nicht. Absolut nicht. Man merkt richtig, dass Corona die Welt wirklich in Atem hält, wie ich gestern schon gesagt habe. Ich bin gerade auf dem Weg zur Arbeit und ich muss sagen, so leer waren die Straßen irgendwie noch nie. Weil wenn man das morgens in den Stauschuss immer mitkriegt, also morgens waren normalerweise normal so 70, 80, 90 Kilometer Stau. Und wenn du jetzt so hörst, zwischen 4 und jetzt gerade eben 14 Kilometer Stau aktuell hier in Nordrhein-Westfalen. Also da merkt man schon, dass sich viele Leute dran halten, sehr viele Leute Homeoffice machen. Ich finde das gut. Also gut, dass viele Leute zu Hause bleiben. Gut, dass die Leute Möglichkeit haben, Homeoffice zu Hause zu machen. Dass sie von zu Hause aus arbeiten können, dass die Wirtschaft nicht ganz still stehen bleibt. Wie gesagt, ich bin jetzt auch auf dem Weg zur Arbeit und ich wollte ja euch ja was von dem Traum erzählen, den ich gehabt habe. Ich hatte so einen leichten, wirren Traum. Und zwar ging der sich um einen Beacher. Ich habe ja gestern schon gesagt, als ich mit dem Hund draußen war, dass ich mir gerne ein Beacherboard bauen möchte. Und jetzt, so blöd es auch klingt, ich habe mir in meinem Traum ein Beacherboard gebaut. Ich habe so Ärger vom Marc gekriegt in meinem Traum. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Der hat mich so angekackt und angeschrien. Ich habe das Gefühl gehabt, der steht wirklich neben mir und wird mich gerade ankacken, warum ich eine Mieter-Sitzung gemacht habe. Aber zum Glück kann man nur eins sagen, dass es nur ein Traum war. Und deswegen lasse ich mich davon nicht aufhalten. Ich werde gleich gucken, für Arbeit. Ich werde mir ein Mieter-Board aus Pappe bauen. Ich werde gleich einfach mal auf der Arbeit schauen, ob ich ein geeignetes Stück Pappe finde, woraus ich meine Planchette machen kann, woraus ich mir ein Board basteln kann. Und dann schauen wir einfach mal weiter. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich es benutze, aber ich werde mir auf jeden Fall mal eins bauen. Weil ich habe irgendwie, ich weiß nicht, ein bisschen Entzug habe ich schon. Ne? Mir fehlt das Paranormale. Also ich habe ja den Gerd zu Hause, der ist mal da, mal ist der nicht da. Das heißt, er ist da, mal ist er nicht da. Mal passiert was, mal passiert nichts. Ne? Manchmal fühlt sich die einfach nur beobachtet. Manchmal will mein Hund einfach nicht in die Wohnung rein. Da kann ich euch gleich meine Zähne zu einblenden. Die habe ich aufgenommen, die habe ich auch bei mir im Stream schon gezeigt gehabt. Ist das alles so ein bisschen komisch. Mir fehlt das Drehen mit Marc, mir fehlen die Sachen, die ich mit Marc zusammen mache. Ja, mir fehlt das einfach. Ja, mir fehlt das einfach. Wie gesagt, ich bin jetzt auf dem Weg zur Arbeit. Ich melde mich später. Bis dahin. Ja, Mahlzeit. Ich habe schon wieder Feierabend, bin schon wieder langsam auf dem Weg nach Hause. Das heißt hier langsam, ne? Man kommt ja jetzt schneller durch, dadurch, dass die ganzen Staus gerade nicht mehr so gegeben sind, wie sie vor der Corona-Krise waren. Aber man merkt schon, dass sich die Welt gerade ändert. Also ich finde, die Welt ist komplett im Wandel. Ich bin wirklich neugierig, wie sehr die Welt aneinander rückt. Also ob die Welt noch kleiner wird jetzt durch die Corona-Krise. Wie sich das alles ändern wird, wie sich dieses Sozialverhalten, wie sich einfach alles ändern wird zu diesem Zeitpunkt, zu dieser Krise. Und da bin ich wirklich mega, mega drauf gespannt. Das wird bestimmt gut. Also wird sich vieles ändern, es wird sich einiges ändern. Ich glaube, vieles wird sich zum Positiven ändern. Ich bin da sehr optimistisch. Aber was habe ich denn heute auf der Arbeit gemacht? Ja, ganz normal, stimmt, ganz normal gearbeitet. Hast du vollkommen recht. Ist auch so, habe ich auch. Aber ich habe ja auch noch eine kurze Pause. Und was macht jemand in der Pause?
Richtig. Ich muss mal eben gucken, nehme ich gucken. Wir haben einmal das hier. Und das hier. Ich habe mal eben kurz in der Pause, die ich hatte, einen Reacher gebastelt. Habe ich ja angekündigt gehabt. Ne? Ich weiß auch noch nicht, ob ich es noch benutzen werde, weil ich habe heute Morgen schon erzählt, dass ich ja diesen komischen Traum hatte, dass der Marc mich zusammengeschissen hat. Aber das Video sieht ganz anders aus als das in meinem Traum. Also von daher denke ich mal nicht, dass das passieren wird. Oder ich hoffe mal nicht, dass das passieren wird. Aber ich würde mir wirklich extrem überlegen, ob ich das benutzen werde. Ich habe es jetzt auf jeden Fall. Ich habe es fertig. Es passt alles. Es ist noch nicht eingespielt. Ist ja klar, es ist ein Pub-Reacher. Aber wir überlegen mal, also wir überlegen mal, ob wir das dann überhaupt benutzen. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Also mir geistert das schon die ganze Zeit durch den Kopf mit dem Reacher. Da ich ja nicht zu Marc kann, da Corona uns ja auch enorm einschränkt. Deswegen halt diese Vlogs-Formate gerade. Ich hoffe, die gefallen euch übrigens. Könnt ihr mal einen Daumen nach oben geben, wenn die euch gefallen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob die euch gefallen, ob ihr mehr von solchen Sachen haben möchtet oder ob euch das überhaupt nicht interessiert. Das könnt ihr einfach mal in die Kommentare reinschreiben. Also, haut rein, bis dahin. Der Tag ist noch jung. Wir sehen uns.